Die Behandlung des Lungenkrebses hat in den letzten Jahren deutliche Fortschritte gemacht. Beim Lungenkrebs treten die Symptome häufig erst relativ spät auf. Das liegt daran, dass die Lunge selber keine Schmerzrezeptoren hat und häufig Befunde oder Prozesse in der Lunge zunächst überhaupt nicht gespürt werden können. Die Symptome, die dann langfristig auftreten können, können in erster Linie solche Dinge sein wie Bluthusten, Husten überhaupt, Schmerzen, auch Luftnot kann auftreten. Die Diagnostik beim Lungenkarzinom umfasst verschiedene Wege. Zunächst ist da die Bilddiagnostik zu nennen, also das ist dann in der Regel Röntgenbilder, aber auch Computertomografien, MRT oder das PET-CT. Die nächsten Wege in der Diagnostik sind dann Spiegelungsverfahren, da nenne ich die Bronchoskopie und den endobronchialen Ultraschall. Das sind Untersuchungen, wo die Atemwege von innen mit einer kleinen Kamera oder einer Ultraschallsonde untersucht werden können. In der Krebstherapie gibt es verschiedene Säulen. Beim Lungenkarzinom ist da zum einen die chirurgischen Therapien zu nennen, also operative Verfahren, wo wir Tumore entfernen können. Dann die Strahlentherapie, wo eben tumoröse Prozesse bestrahlt werden von außen. Und nicht zuletzt natürlich zu nennen die medikamentösen Therapieformen, einerseits natürlich die Chemotherapien, aber insbesondere in den letzten Jahren zunehmend und immer erfolgreicher auch tatsächlich die Immuntherapie, wo Tumorzellen direkt angegriffen werden können über medikamentöse Verfahren.